Ein herzliches Konnichiwa an diesen Sonntag. Ja, mein Freund hat mir mal die Aufgabe abgenommen, welche Manga ich mir mal vorstellen sollte. Er hat gesagt, eine Rezension dazu mache. Und er hat sich für Bibliotheca Mystica entschieden. Ja, mein Freund hat sich entschieden, weil ich mich aus meinen ganzen Mangas, die ich habe, nicht entscheiden könnte. Ja, erstmal fange ich damit an. Bibliotheca Mystica besitzt 5 Bände. Wie man hier sieht, Band 1 bis 5 habe ich. Und der Verlag ist der EMA Verlag, Manga und Anime Adult von Egmont, abgekürzt eben. Ja, was soll ich dazu sagen? Hier hinten sieht man QA oder wie er ausgesprochen wird. Und hier vorne sieht man Dalian, genau, Dalian heißt sie. Und sieht ziemlich süß aus, finde ich. Und da ich ja eben, um Bücher vorzustellen, diesen Kanal gegründet habe, und da meinte mein Freund so, ja, wie gesagt, stell mal Bibliotheca Mystica vor, weil es um Bücher handelt. Ja, der Protagonist ist eben Huey, der von seinem Großvater, ich lese einfach vor. Huey erbt von seinem verstorbenen Großvater Dantalians mystische Bücherarchiv. Das ist auch magische Bücher umfassen sollten, denen das Wissen und die Einsichten des Bösen niedergeschrieben sind. Mit dem Antritt seines Erbes spürt er auch die Verantwortung, die nun auf seinen Schultern lastet und so bereit es zusammen mit den stets in schwarz gekleideten Mädchen namens Dalian, das über spezielle Kräfte verfügt, allerlei geheimnisvolle Orte, um die in alle Winde verstreuten, verbotenen magischen Bücher aufzuspüren. Ja, der Zeichner ist Abiru Chako, Autor ist Mikumu Gakuto, und der Chako, der hat auch Chronebreaker gemacht. Chronebreaker habe ich nicht, aber ich fand den Manga schon richtig toll. Ist unter Fantasy und Sci-Fi untergeordnet in dem Genre und mit 6,99 €, falls das sich nicht geändert hat. 6,99 €, 7 €, okay, um 1 Cent hat sich verteuert ab Band 2, aber ist einfach nur 1 Cent. Es war sogar sehr eingeschweißt. Also meine Altersempfehlung ist ab 16. Da auch wirklich Blut spritzt und ja, eben auch Gewalt verübt wird. Und wo kann ich mal zeigen? Ja. Da ist so mal so eine kleine Geschichte, wie hier die Dalian findet. Und es ist wirklich ziemlich gut gemacht, diese Manga-Reihe. Es ist keine Buchreihe. Eine Manga-Reihe ist das eben. Und mit 5 Bänden eben abgeschlossen. Oh, Entschuldigung. Und hier sieht man bei dem, ich komme ja wieder mit der Kamera nicht so klar, mit Huey drauf. Und es ist eigentlich ziemlich lesenswert, muss ich zugeben, dass ich die irgendwann nochmal anfange zu lesen. Wer weiß. Ich habe ja noch, paar Mangas, die ich lesen müsste, aber egal. Wie gesagt, diese Manga-Reihe empfehle ich. Oh, ich sehe gerade meine ein Manga ist komplett hinten irgendwie ein bisschen kaputt. Und was auch interessant, was ich auch interessant finde, es gibt ein Buch, das heißt Diktator. Und wer sich mit dem Zweiten Weltkrieg ein wenig auskennt, wird auch den lieben Herrn erkennen. Ja, genau. Also,
Es gibt viele magische Bücher und es gibt noch ein zweites Mädchen, das diese Buchwelt da öffnen kann und so. Und zu Dalian muss ich noch sagen, sie hat ein Schlüssel? Nein. Nee, sie hat keinen Schlüssel. Ich glaube, Hue hat den Schlüssel. Das ist ein bisschen. Genau. Dalian hat das Schloss um Hals baumeln und Huey hat den. Er hat den Schlüssel. Huey hat den Schlüssel, sie hatte das Schloss um Hals und mit ein paar magischen Worten kann Huey diese Bücher in Dalian aufnehmen. Ja. Ich muss dazu sagen, es gibt da noch einen Anime, den Taya no Shokan heißt er, glaube ich. Ich habe mir mal die erste Folge, glaube ich, angesehen, aber auch noch nicht weitergeguckt, weil Manga fand ich viel besser. Nun ja, was ich noch sagen muss, irgendwie mein anderes Aufnahmeprogramm hat sich verabschiedet, weil es irgendwie nur eine Demo-Version ist, aber was soll's. Ich mache es jetzt gerade hier mit Movie Maker. Ich hoffe trotzdem, dass das gut ist. Wir sehen uns zu einer Rezension von meinen Büchern. Ich habe ja auch schon auf Facebook geschrieben gehabt, dass ich von meinem lieben Freund das dritte Band von Das dunkle Volk bekommen habe. Aber Links zu dem Manga unten in der Beschreibung eben drinne. Über Kommentare und auch eben, was ich wirklich wichtig finde, Kritiken. Ihr dürft mir Kritiken geben, ob es euch ja unter dem Video dann ist oder ob es dann eben bei Facebook ist. Wir sehen uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, Restsonntag und ja, auf Wiedersehen.